So Leute, ich hatte es angekündigt, wir machen noch was auf, und zwar der Herr der Ringe Geschichten aus Mittelerde, das Bundle, jetzt mit 8 Set-Boostern auf Deutsch, auch hier gesponsert vom guten Rudi, vielen, vielen, vielen Dank dafür, ich bin aktuell so blessed von allen Leuten um mich herum, die mir Zeug zukommen lassen, die mir Unterstützung zukommen lassen, aber genug der Worte. Wir fangen jetzt mal an. Ich würde sagen, wir machen das jetzt mal auf. Wir haben wieder dieses schöne Papierbundle, wo man hier an den Seiten aufreißen kann und blop, 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 blop. Und dann macht man hier auf und dann, na komm, blop, 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 blop. Dann hat man ganz viel Papiermüll. So, blop, blop, flap, flap. Und gucken wir uns mal die Box an, die wir haben. Ui, da ist noch was anderes drin. Da ist wie immer noch so ein kleiner Zettel drin. Das ist ein Ant, der ein Urukai niederrennt. Und Ant, der, wo ich mir die Namen reinschreiben könnte, ich habe den Namen schon wieder vergessen, mit den beiden Hobbits drauf. Mein Name wächst ständig und ich lebe schon sehr, sehr lange. Deshalb ist mein Name wie eine Geschichte. Die Geschichte von Mittelerde. Geile Box. Ist die geil. Ich hätte die gerne in Foil und hier. Oh mein Gott, das sieht so hübsch aus mit diesem Buchcover. Das ist hübsch. Dann haben wir hier so ein paar Sauron und Eladriel Sachen, ein paar Ringtoken, was ganz cool ist, weil wir können halt so Ringmarken drauf verteilen. Der Ring tempts you. Das ist ganz nett, ich weiß nicht, ob es gebraucht wird. Dann haben wir hier einpacken Länder, da gehen wir gleich dran. Dann haben wir hier ein paar Beginner einen Zug, wie macht man Zaubersprüche, wie läuft ein Zug ab? Mal beiseite. Dann haben wir 2, 4, 6, 8, was ist das denn? Ich hab die Booster noch nicht gesehen. Gott, die sehen ein bisschen weird aus. Die sehen echt nicht hübsch aus. Und ein Würfel. Jetzt bin ich auf den Würfel gespannt. Ich versuche nicht zu spicken. Und? Wow. Mein Licht gibt dem hier nicht annähernd das, wie geil dieser Würfel ist. Oh mein Gott, das ist so ein grünes Wabern da drin. Das ist nicht Glow in the Dark, aber man sieht halt diese Goldfacetten. Das ist der Fahr. Wow, ist das ein geiler Würfel. Den würde ich auch nehmen. Genau, dann gucken wir uns mal an, was ihr in jedem Pack habt, ist das Gute, die guten Dudes, die ihr hier habt. Und zwar Frodo, Saurons Untergang. Ein Mana, ein 2-Kreatur für 2 Mana, ein weißes oder schwarzes, kann er eben zu einem 2-3. Der ist Bürger, dann wird er zum Späher werden mit Lifelink und für 3 Schwarze, falls der Frodo ein Späher ist, wird er zu einem Halbling-Räuber. Okay. Und immer wenn diese Kreatur einer Kreatur im Spieler Kampfschaden zufügt, verliert jener Spieler die Partie, falls der Ring dich für die Partie zum 4. Mal getemptet hat, das heißt, wenn wir 4 oder mehr Temptings haben. Dann haben wir Samwise, der Beherzte, 2-Mana-2-1 aufblitzen. Wenn er ins Spielfeld kommt, bestimmen wir eine bleibende Karte unserer Wahl in dem Friedhof, den sie da hingekommen ist, und bringen sie auf die Hand zurück. Der Ring führt uns in Versuch. Auch hier legen wir das mal mit Absicht hier hin, denn da kommt gleich ein Panorama raus. Dann haben wir Gollum, beharrlicher Ränkespieler, 2-Mana-3-1. Wenn er das Spiel verlässt, führt der Ring dich in Versuchung. Für ein schwarzes opfern wir eine Kreatur und bringen den aus dem Friedhof zurück auf die Hand. Wir können den selber opfern. Ah ne, können wir nicht. Bringt ja nichts. So, dann haben wir das. Und dann der eine Ring. 4 Mana, legendäres Artefakt, unzerstörbar, wenn der ins Spiel kommt. Falls du ihn gewirkt hast, erhältst du in deinem nächsten Zug Schutz vor allem. Okay. Zu Beginn deines Versorgungsmoments verlierst du für jede Bürdemarke auf dem Ring einen Lebenspunkt. Und wir können den Tappen legende Bürdemarke auf den einen Ring, ziehen dann seine Karte für jede Bürdemarke drauf. Stark. Und der kommt hier hin. Ist das so eins? Ich glaube, das ist so eins. Das Bild würde so passen, richtig? Ja. Das ist ein Panorama. In dem Panorama gibt es einige in diesem Set. Und wenn ihr da ein bisschen aufpasst, die Full Arts sind, glaube ich, alle in Panoramas. Da könnt ihr auf jeden Fall nachgucken. Dann haben wir eine Menge Ebenen voll, eine Menge Inseln voll, Sümpfe voll, Wälder voll, Gebirge voll. Ja, und einmal noch ein Mann voll. Die sind ganz hübsch.
Vor allem hier mit dem Gandalf drauf. Die könnten diesmal sogar was wert sein, die Feuerländer. Wie ich euch schon gesagt habe, ist dieses Video von einem Kollegen von mir das Produkt. Das hat er mir zur Verfügung gestellt, damit ich es öffnen kann für euch. Und er hat mich damit unterstützt. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das bei Patreon, so wie das die Namen, die hier stehen, schon gemacht haben. Und ab einem gewissen Tier, zwar dem Thalia-Tier, das Thalia-Tier, ist es so, dass ich auch euren Namen mitten im Video auch mal vorlese. Das ist jetzt der Start, das ist das Testen. Ob ich das bis zum Ende durchziehe, weiß ich noch nicht. Es kann auch sein, dass dann irgendwann eine coole fancy Grafik kommt, aber aktuell mache ich so. Und dementsprechend vielen, vielen Dank an Dr. Alzheimer, King Kasma, General Götterspeise, Patrick von MTG mit Patrick, Tanzwut, Psyren, Christoph K. und Pfiffel. Gut, das ist der Inhalt von dem Bundle. Gehen wir mal zu den Set-Boostern. Wie immer, wenn ich mehrere Booster aufmache, gehe ich nicht so hart auf alle Karten ein, sondern eher so auf die Rares. Und oh mein Gott, die ganzen Ringe, das ist ja voll cool. Und wenn ich irgendwie ein Artwork finde, Wald, den Schatz beanspruchen, schwarzer Hauch. Sehr, sehr schwarz. Sehr, sehr schwarzes Booster. Rot. Lutz Fangrin. Okay. Lutz das Pony. Oh mein Gott. Von Christina Kraus. Sehr, sehr cool. Es ist ein wunderschönes Pony. Lutz Fangrin, Gauner aus Bre und dann Lutz das Pony. Ich weiß nicht, ob die zusammengehören. Wenn ja, könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben. Kann ich nicht entschmauern. Und wir haben einen Frodo Beutelin für ein grünes, ein weißes 1-3. Immer wenn Frodo oder eine andere legendäre Kreatur noch ins Spiel kommt, führt uns der Ring in Versuchung. Solange Frodo dann Ringführer ist, muss der geblockt werden. Der Ringträger, okay. Ein Ring, sie alle zu knechten. Sehr, sehr geile Saga. 4 Mana beim ersten Saga führt der Ring uns in Versuchung mit jeder Spieler 4 Karten. So lange Karten, bis er die Stärke von deinem Ringberg abträgt. So ist gut. Für -2 zerstören wir alle nicht legendären Kreaturen, also wahrscheinlich nicht den Ringträger. Und -3, jeder Spieler verliert ich für jede Kreaturenkarte in seinem Friedhof ein Leben. Sehr, sehr geile Karte. Sehr gute Milchkarte. Und wir haben, bist du eine Rare? Das ist ein Uncommon, okay. Feldmarschall Faramir, 4 Mana 3-3, zumindest Endsegments, falls im Zug eine Kreatur in Kontrolle gestorben ist, ziehe eine Karte. Immer wenn ein Ring dich in Versuchung führt und falls eine andere Kreatur oder falls Marschall der Ringträger ist, erzeuge ein 1-1 Mensch-Soldaten. Okay. Und Arena. Gut. Das ist ein bisschen doch langsamer, als ich gedacht habe. Alleine, weil halt so viele Artworks da drin sind, die ich nicht kenne. Sachen, die ich nicht überspringen kann. Ich habe auch, ehrlich gesagt, von den Kams und Ankams nicht so viel Ahnung. Ich habe ein bisschen reingeschaut für den Podcast. Da ist so ein Wald. Bookland. Und kenne deshalb so ein bisschen was, aber halt auch nicht so viel. Land, Püttel, Auenland, Butterblume, wird aus Bre, sehr coole Karte, by the way. Rosie, die gute Rosie, die mit Kommo gehen kann. Persik, mehr Halblinge, wir brauchen mehr Halblinge. Und wir haben schon wieder eine Full Art. Ist in jedem Ding einfach ein Full Art drin, kann das sein? Gimli, Zähler der Toten, 4 Mana, 4-3, Trampelschaden, wenn eine Kreatur in der Kontrolle stirbt, fügt Gimli dem Herrscher jener Kreatur einen Schaden zu, die ein Gegner kontrolliert hat. Okay, Zwergkrieger, spannend. Und wir haben Sauron, der Nekromant. 5 Mana, 4-4, bedrohlich. Wenn er angreift, schickt mir eine Kreaturenkarte und so war alles im Friedhof ins Exil. Erzeugen eine getappte, angreifende Spielsteinkopie jener Karte, dass die 3-3 ist, Wrath und bedrohlich ist. Und danach schicken wir ihn ins Exil, es sei denn, das Ding ist, denn der ist dein Ringträger. Sehr cool. Und wir haben noch eine Eowyn. Ausrüstungsfähigkeiten kosten 1 weniger. Sehr cool. Wuffgeschoss. Wurfgeschoss ist ein guter Token. Davon hätte ich gern mehr gehabt. Ich brauche immer noch so einen Amas Ork Token. Eine Karte von der Liste. Liste. Dann haben wir noch Dude, eine Insel, Ork Medizin, Musterung in Mordor. Okay. Smeargolds Zähmung, Gollums Folterung. Ach, ich muss leider sagen, Schwert aus dem Hügelgräber. Ich finde dieses Set auf Deutsch geil. Ich finde dieses Set auf Deutsch einfach geil, weil ich auch nur die Dinge in Deutsch. Da ist wieder Frodo Beutlin. Düsterwald Fledermaus. Ich weiß, wer sich darüber freuen wird, dass er den Full Art gezogen hat. 4 Mana 2-3 fliegend, immer der Spielstein erzeugst oder Opfers für die Tegenerlebenspunkte. Starke Karte. Wirklich eine der stärkeren Karten. Blüte des Weißen Baums. Es ist nichts für Death in Texas. Das werde ich übrigens ganz oft gefragt, weil ich halt früher sehr viel Death in Texas gespielt habe. 2 weiße Mana. Verzauberung, legendäre Kreaturen kriegen +2/+1 und Abwehr 1. Nicht legendäre Kreaturen halten, nur +1/+1. Aber
Blüte des Weißen Baums, sehr, sehr cool. Und sie haben Smeargol, hilfsbereiter Wegefinder, ein Rare in Foil. 3 Mana 4-2, zu Beginn des Endsegments, falls deine Trolle eine Kreatur gestorben ist, führt der Ring dich in Versuchung. Immer wenn der Ring dich in Versuchung führt, deckt ein Gegner deiner Wahl Karten von oben vom Deck auf, bis er eine Länderkarte aufgedeckt hat. Bringe die Karte getappt in deine Trolle ins Spiel, lege den Rest auf seinen Friedhof. Sehr gut. Und wir haben Moldings Luck. 5 Mana 4-6, zu Beginn des Abgibs muss... Ach, der Spieler dran ist, eine Artefakt opfern. Okay, wenn man keins hat, ist es nicht schlimm. Spannend. Gucken wir mal weiter. Ich glaube halt vom Prinzip hat dieses Set alleine durch den Flavor Insel mit Rohan und Bay of Belfast wirklich schön. Das wird wirklich ein Home Run. Mahur, Hauptmann der Urukai. Bedrohlich mit Orks und Goblins. Puh. Ich kann nicht einfach nur durchgehen. Das ist einfach so, so stark. Ein Mensch Adliger. Opfer eine andere Kreatur. Eine Gegner verliert. Stark. Und wir haben Gollum, beherrliche Ränkeschmieder. Den hatten wir gerade eben schon. Cool. Jetzt nochmal ein Artwork. Dann Frodo, Saurons Untergang. Den hatten wir auch schon. Und Lembas, das Brot. Und eine Speise. Hübsch. Ja, die Booster sind tatsächlich krass. Also, wenn da immer so ein Full Art drin ist, was es anscheinend wirklich ist, wenn ich das hier richtig sehe. Geerbter Umschlag. Führt der Ring nicht in Versuchung. Ist auch nicht schlecht. Gollum, der Ränkeschmieder schon wieder. Wie viele es einfach davon gibt. Samwise, der Beherzigste. Das sind halt alles die Karten, die wir hier hatten, nur halt in einem Artwork. Von Dingen. Ein unersättliches Untier in Full Art. Flamme von Anador. Anor, auch nochmal ein Full Art. 3 Mana Spontanzauber, bestimme 1. Falls du einen Zauberer kontrollierst, so wie der Zauberspruch gewirkst, kannst du stattdessen 2 wirken. Ein Spieler malt die 2 Karten, zerstört ein Artefakt deiner Wahl, die Flamme fügt einer Kreatur 5 Schaden zu. Das ist eine weirde. Das Texting ist irgendwie weird. Haben die das Font verschissen? Guck mal, wie klein das ist im Vergleich. Okay, krass. Dann haben wir ein Kettenhemd aus Mithril. 3 Mana aufblitzen und zerstörbar. Wenn es ins Spiel kommt, lege sie an eine Kreatur deiner Wahl an, die du kontrollierst, die ausgerüstet ist und zerstörbar. Wow. Die ist gut. Die ist wirklich gut im Commander. Wir haben Minigame. Ich habe mal Minigames früher als Videos gemacht. Die kamen leider nicht so gut an. Deswegen habe ich damit aufgehört. Ich finde es sehr schade. Immer wenn ich so ein Minigame sehe, werde ich ein bisschen nostalgisch, dass ich das früher gerne gemacht habe. Aber es ist eben nicht interessant genug für die meisten Leute war. Das fand ich sehr schade. Dann haben wir ein Horn of Gondor oder Horn of Mark? Ich glaube Horn of Gondor in unterschrieben. Feuer wollte ich schon sagen. Waldfurt der Ostlinge. Vorhut der Ostlinge. Da sah ich nichts zu. Lockengabe. Gandalf, Freund des Auenlands. Auch eine sehr coole Sache. Elrond. Dann böses Ende. 2 Mana, wir opfern eine Kreatur und ziehen 2 Karten. Wenn es da steht, denkt er, 3. Hexenkönig von Angmar. Sehr cool. 5 Mana, 5-3 fliegend. Immer wenn ein oder mehr andere Kreaturen Kampfschaden zufügen, opfert jeder Gegner eine Kreatur, die den Kampfschaden bekommen hat. Der Ring führt uns Versuchung. Wir wirfen eine Karte ab und der ist ein zerstörbares Mensch Zuges. Wahnsinnig, wahnsinnig starke Wrath-Adliger. Wraths, ich will ein Wrath-Commander-Deck haben. Hammergeile Karte. Gleichruhige Böe, wir neutralisieren Kreaturenzauberspruch. Und Dwarven Miner, wir zerstören Non-Target Non-Basic Land für 3 Mana tippen. Ah ja, my Dwarf and I'm digging. Ich sollte nicht singen. Schalten die meisten Leute leider ab. Entschuldigung. Ich hoffe, ich denke dran, das rauszuschneiden. Gehen wir weiter. Den Ring anstecken. Schicke eine Kreatur weil ins Exil, bringe sie zurück. Der Ring führt durch Versuchung. Flucht von der Feier. Auch cool. Dann Becken der Endtrunks. Dann haben wir Ritter von Dol Mrantu. 4 Mana 3-3. Immer wenn du die 2. Karte in seinem Zug ziehst, lege einen 1-1 auf die Ritter. Ist der was für das Ritter-Commander-Deck? Ich glaube ja. Und dann haben wir noch Faramir, Prinz von Ithilien. 4 Mana 3-3, zumindest Endsegments bestimmt du einen Gegner. Zu Beginn des nächsten Endsegments jenes Spielers ziehst du eine Karte, falls er dich im Zug nicht angegriffen hat. Andersfalls erzeugst du 3 1-1 weise Menschen. Sehr, sehr coole Karte. Kann ich nicht.
Kannte ich nicht. Horn von Gondor ist es, was wir da gerade eben hatten. Das Horn von Gondor, saustarke Karte. 3 Mana. Wenn es ins Spiel kommt, erzeugen wir 1/1 Menschen. Für 3 Mana tappen, verdoppeln wir die Anzahl an Menschen, die wir haben. Wahnsinnig, wahnsinnig starke Karte, meiner Meinung nach. Grenko in cool, weil es Menschen sind und weil es farblos ist und es in jedem Deck spielbar ist. Dann, das letzte Booster. Gucken wir uns mal an. Wald, Navigatorin, Geist, alte Weidemann, Aufstieg des Hexenkönigs. Krass. Und hier Elrond, Herr von Bruchtal, nochmal in so einem komischen Ding. Dann haben wir Pippins Tapferkeit. 1 Mana, du kannst eine Speise auf, weil du es eine Kreatur +4/+7 hinzufügst. Andersfalls jetzt +2/+3. Spannend. Loto, korrupte Landbüttel. 2 Mana, 2/1, Halbling Räuber. Wenn du einen zweiten Zauberspruch spielst, verlierst du einen Lebenspunkt und erzeugst einen Schatz. Nicht schlecht. Und wir haben einen Gormoth, Morgul Leutnant. Ach, Gothmog ist das. 4 Mana, 3/3. Wenn er ins Spiel kommt, wende Ork-Aufmarsch 1 an. Kreaturen spielt Steine, die du kontrollierst, haben Death Touch. Sehr, sehr geil. Und es ist eine. Da sage ich nichts zu. Sehr, sehr cooles. Also, ich fand's cool. Also, ich fand das Bundle jetzt nicht schlecht. Ich kann den Value nicht einschätzen, aber es geht ja auch nicht so um den Value, sondern es geht um den Spaß. Und diese Booster aufzumachen macht immens viel Spaß, wenn man sich in dem Universum zurechtfindet, wenn man das Universum mag, wenn man mit der Adaption von Magic, mit diesem Universum klarkommt. Dann sind das echt coole Booster und ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen mehr davon öffnen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr mich noch nicht kennt, oder mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Das hilft mir wirklich, wirklich, wirklich. Und ich mache komischen Kram mit Openings und Erklärungen und so weiter und so fort. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.